Was geht ab, Leute? Heute ist der Tag, auf den ich mich schon ganz, ganz lange gefreut habe. Heute fahre ich nämlich auf die Rohkostmesse, auf die Rohvolution oder Rohvolution, wie manche sagen, in Speyer. Ich habe schon ganz lange die Tickets bei mir zu Hause liegen gehabt und habe mich schon megamäßig darauf gefreut. Genau, jetzt hole ich einen Freund von mir ab, der kommt nach Wiesbaden hier an in Darmstadt und dann fahren wir los nach Speyer. Was geht ab? Morgen. Morgen. Du wirst hier direkt gefilmt. Ist das ernst oder was? Das ist die Schattenseite des Lebens als YouTube-Star. Die Paparazzi sind überall. Liebe Leute, jetzt waren wir gerade eben drin und haben uns zwei richtig, richtig geile Sachen geholt. Und zwar jeder so ein Rohkost-Eis. Was hast du da? Irgendwas mit Erdnüssen, ne? Peanut Butter. Und Eis in Rohkostqualität. Vanilla und Dates habe ich. Das Ganze natürlich super günstig für nur 4 Euro pro Eis. Oder 3 Euro, drei. Entschuldigung. Das ist sogar wirklich, jetzt übertreibt man nicht. Für, ja. Für die Messe ist es sogar wirklich relativ günstig. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nichts, was man sich jetzt jeden Tag holt. Und dann schauen wir mal, was da so drin steckt und wie das Ganze schmeckt. Ja, zeig mal den Leuten, wie das sieht aus wie ein Eis von einer berühmten Marke. Die will ich jetzt hier nicht nennen. Lagnese Nogashok. Schauen wir mal ganz kurz, wie das Ganze so ist. Es sieht echt professionell aus. Sieht wirklich aus wie von einer großen Fabrik gemacht. Ja, und was hat die Dame uns erzählt? Dass sogar die Verpackung kompostierbar ist? Ja, genau, die neuen Verpackungen sind sogar aus irgendeinem Maissubstrat oder Maisstärke so. Maisstärke oder sowas, keine Ahnung. Genau, das heißt, man kann dann am Ende sogar die komplette Verpackung noch mitessen, wenn man Lust hat. Und so ist das Ganze dann natürlich auch wirklich sehr, sehr ökologisch. Und jetzt probiere ich mal dieses gute Eis. Beiß mal rein. Ich kann leider nicht mit einer Hand auspacken, weil ich die Kamera halten muss. Aber ich kann es kaum noch erwarten. Schmeckt auf jeden Fall gut. Reinbeißen. Eins A. Wie richtiges Eis oder noch besser? Intensiver. Ein bisschen intensiver, aber ehrlich gesagt, schmeckt echt wie ganz normales Eis. Das schmeckt echt richtig gut. Richtig sehr lecker. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf mein Eis und ja, deswegen höre ich jetzt auch auf zu nehmen. Ja, hi, grüßt euch alle erstmal. Ich stehe hier am Stand von
Ich gucke gerade Rohköstlich, ja, mit der Nelly, einer der Mitbegründerinnen von Rovolution. Und wir haben die Ehre, jetzt mit ihr persönlich hier nochmal kurz zu reden. Ist das langsam gegen Ende der Rovolution und jetzt wollten wir doch gerade nochmal fragen, wie es denn so gelaufen ist, wie ist die Stimmung hier, wie war's? Ja, also wie gesagt, wir sind ausverkauft, total ausverkauft. Wir waren eigentlich schon am ersten Tag ausverkauft. Wir mussten zum Beispiel für das Essen, also wir machen so eine Art Catering auch, Bewirtung für die Gäste. Wir hatten verschiedene Gerichte, verschiedene Torten. Wir waren am Abend gestern schon ausverkauft, also wir mussten nachts noch nachproduzieren sozusagen. Also es ist wahnsinnig. Auch unsere Produkte sind gut gegangen. Die Leute, also das Schöne ist, die Leute sind so interessiert an Ernährung. Sie kennen sich auch sehr gut aus schon. Sie haben wirklich sehr gezielte Fragen und ja, die sind offen für alles und wir haben super gute Gespräche auch mit den Gästen, mit den Besuchern. Das merkt man hier auch, ja. Das merkt man auch. Also ich habe auch so das Gefühl, das wurde mir auch neben noch mal beim Stand gesagt, dass hier die Stimmung nicht unbedingt so wie vielleicht auf anderen Messen, wo es jetzt nicht nur um die rohvegane Ernährung geht, so dogmatisch ist, ja, wo jeder so seinen Standpunkt zu 100% vertritt, sondern hier geht es auch so ein bisschen weiter. Ja. Hier nimmt man gerne mal an, hört sich gerne mal an und dann kann man sich ja auch austauschen. Genau, ja. Genau. Und jeder kann sich auch seine eigene Meinung bilden. Genau. Deswegen ist es auch schön, weil jeder Aussteller hat auch eine eigene Zielrichtung und, genau, und teilt es gerne mit. Ja. Und du kannst als Besucher sagen, okay, also mit der Richtung kann ich nicht so gut umgehen, aber der nächste ist gut. Also man kann wirklich sich wahnsinnig viele Anregungen überall holen und es ist eine sehr offene Messe, sehr familiär. Es sind auch viele Kinder laufen da rum und sind auch total interessiert. Sie probieren alles. Wir hatten auch für ein kleines Kind hier, sie hat die ganze Zeit eine Spirulina gegriffen, also sie hat voll Spirulina gegessen. Es ist schön, dass das macht wahnsinnig so viel Spaß. So viele Menschen zu sehen aus vielfältigen Schichten auch, das denkt man gar nicht, was hier für Leute rumlaufen. Also wenn man jetzt auf der Straße so rumlaufen würde, würde man jetzt nicht denken, die trifft man jetzt wieder auf einer Rohkostmesse. Ja. Nee, also super, wirklich, wirklich schön hier. Ja. Uns gefällt es besonders gut. Das freut mich, das ist die, toll. Vor allen Dingen auch die Vorträge sind wirklich toll. Ja. Einige Vorträge in vier verschiedenen Räumen. Ja. Also da ist schon mittlerweile 2008 hat es gestartet, hast genau. du gemeint. Ja, ja. Es hat sich schon wirklich viel entwickelt. Es hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Also wir haben auch sehr, sehr gute Referenten. Also alle Aussteller stellen auch Referenten für Vorträge und also die Qualität ist wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben Vorträge auch, die auch so als Zubereitung sind. Zum Beispiel, also ich mache jetzt auch hier in meinen Vortrag einen kleinen Kurs, so einen Rohkost-Zubereitungskurs und die Leute sind begeistert, weil es geht schnell, auch für die Rohkost. Man denkt vielleicht am Anfang, wenn man sich mit Rohkost ernährt, ich stehe stundenlang in die Küche oder es ist wahnsinnig aufwendig. Ja. Es kann aufwendig sein natürlich, wenn du Gourmet-Rohkost machst und schöne Gerichte. Aber du kannst sehr schnell von der Rohkost profitieren, wenn du wirklich schnelle Gerichte machst und einfache Gerichte. Ja, und das ist gerade das Schöne und es ist sehr spannend, weil auch die Besucher haben wahnsinnig viele auch Anregungen auch für uns. Also die helfen uns auch, die Messe auch weiterzuentwickeln. Das ist das Schöne dran auch. Und ja, das ist einfach eine Bombenstimmung. Also es ist, man merkt es auf jeden Fall. Doch, wir sind das ganze Messeteam ist überwältigt über diese Messe jetzt auf jeden Fall. Schön, toll, ja, klasse. Also wunderbar, ihr merkt, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Du hattest gemeint, mittlerweile dreimal im Jahr wird das Ganze jetzt veranstaltet. Ja genau, wir haben im März in Berlin, wir werden in Mülheim und Speyer noch. Speyer ist im September immer, Mülheim ist jetzt dieses Jahr noch im November. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich im Frühjahr Mülheim an der Ruhr machen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Berlin ist die größte Messe. Speyer ist die familiäre Messe, wo wirklich die Stimmung ist auch ganz anders. Es sind die Berlin, Urmesse sind sozusagen. Alle, ja, genau, weil es vielleicht die Urmesse ist, weil wir sind alle hier. Das sind viele Kunden auch, die zu uns kommen, weil wir sind auch gerade als Rohköstlich auch von Speyer. Ja. Und ja, das ist unsere Hausmesse. Das merken wir auch, diese Familie einfach. Super. Ja,
eine wunderschöne Schön. Gelegenheit. Ja, ja, ich fühle mich auch sehr familiär hier schon eingebunden, obwohl ich zum ersten Mal hier bin. Gut aufgenommen. Gut aufgenommen und ich denke, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Kommt doch einfach mal vorbei und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Abonniert unsere Kanäle, besucht natürlich bitte auch die Website, die wir einblenden werden von Rohköstlich und kommt mal hier zu so einer Messe vorbei und lasst euch mal ein bisschen inspirieren. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Ciao. Okay, wir waren jetzt auf der Rovolution, den ganzen Tag dort verbracht, unglaublich viele Eindrücke gesammelt, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall noch so ein bisschen durch den Wind, das war irgendwie ziemlich verrückt, das Ganze. Ja, auf jeden Fall, so viele Leute getroffen, die wir schon eigentlich lange abonniert haben, auf YouTube zum Beispiel, den Benny von Holistisch Gesund, die Maria von Raw Food oder den David von Green Foodie TV aus Frankfurt, ja. Also wirklich der Hammer und alle waren so gechillt drauf eigentlich. Total entspannt, ja, total locker. Richtig entspannt und das haben uns auch alle, die einen Stand dort hatten, so zurückgemeldet, dass ja. Die Stimmung einfach richtig entspannt war. Ja, und also kann ich auch wirklich bestätigen, das Ganze war jetzt unsere erste, ich glaube, erste Rohkostmesse sowieso, aber die erste so größere Messe in dem Bereich Gesundheit und Lifestyle vielleicht auch so ein bisschen, beziehungsweise für Menschen, die auch so ein bisschen einen offenen Geist bekommen wollen, die mal ein bisschen weiterdenken wollen, weil das war jetzt wirklich alles nicht nur Rohkost. Ja? Ja. Also man denkt jetzt, oh, Rohkostmesse, da geht es nur ums Essen, da geht es natürlich auch um andere Dinge. Da wurden Schuhe verkauft, da wurden irgendwelche Prismen und was auch immer verkauft. Klar, da muss man halt jetzt für sich selbst schauen, findet man sowas annehmenswert, ist sowas für einen interessant oder nicht, aber es ist auf jeden Fall vielfältig, ja, in den verschiedensten Bereichen und es ist richtig gut gelaufen, das Ganze. Die ist überlaufen worden, diese Messe, und das Essen war nach kurzer Zeit weg und das ist nicht günstig, dieses Essen. Ja, wir wollten heute unbedingt einen Kuchen probieren, also nicht, dass wir noch nie Rohkostkuchen gegessen haben, aber die sahen so gut aus morgens, als wir angekommen sind, um 10, glaube ich, oder um kurz nach 10. Ja. Aber dann, als wir, glaube ich, wann war das? Ich glaube, um 12 wollten wir uns dann ein Stück Kuchen kaufen und so komplett, so, komplett ausverkauft. Genau, die haben mit so einem Ansturm überhaupt nicht gerechnet. Und wir haben sogar die Mitbegründerin von der Rovolution einfach zum Interview bekommen. Genau, also da, die Nelly, ja. Die Nelly, genau. Daran sieht man einfach, wie entspannt die Leute eigentlich alle drauf sind. Komplett, ja. Das war auf jeden Fall irgendwie auch überwältigend. Und auch genauso wie die Maria von More Raw Food. Ja. Einfach uns gleich geschnappt und ein Video mit uns gedreht. Sie hat uns geschnappt. Mitgenommen, hat gesagt, komm, wir machen da jetzt mal ein kleines Video. Und uns kennt ja praktisch noch keiner. Ja? Also unsere Kanäle sind ja... Also meiner ist ja, da ist ja noch gar nichts bisher. Aber man wird einfach angenommen. Man merkt, das ist einfach so eine Connection dort auch, wo die Leute... wo jeder Lust hat, jeden mitzunehmen, ja, wo es nicht darum geht, wer hat schon das und das erreicht und wir haben mit dem einen älteren Herrn geredet, der schon 87 ist, noch total klar im Kopf, ja, das muss man auch mal sein mit dem Alter. Der sich aber jetzt noch weiterbildet und in andere Bereiche geht, Wahnsinn, als die er gelernt hat. Ja, auch, also super interessant. Darauf habe ich nicht mal jetzt Lust. Ja, also, Lust schon, aber... Vor allen Dingen, sich einfach mal die Hürde zu nehmen und zu sagen, ey, das was ich weiß, dieses Wissen, das ich angehäuft habe, ist nicht das endgültige Wissen, ist nicht das Höchste vom Höchsten. Also auf jeden Fall lohnenswert. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich kann es euch sehr empfehlen. Nicht nur, um mal neues Essen zu probieren, sondern auch, um neue Leute kennenzulernen, neue Dinge zu sehen. Und da wird man auf jeden Fall neue Leute kennen. Ja? Ja, die Leute waren so entspannt und wir haben so viele Gespräche geführt. Ich wollte eigentlich ganz viel noch von der Messe eigentlich filmen, von den Produkten, die da alle ausgestellt waren, aber dazu kamen wir gar nicht. Wir haben uns eigentlich nur 3 Vorträge heute angeguckt und die gingen jeweils 45 Minuten lang und wir haben eigentlich gar keine Zeit gehabt, um die Messe an sich richtig zu filmen, weil du gehst vom Stand zum Stand und dann kommst du mit den Leuten in die Gespräche und es war...
Da kommst du von einem zum nächsten. Also das war eigentlich, im Endeffekt war es schon so ein Fluss, ja. Ich dachte, wir wollten sogar schon nach einer Stunde eigentlich los, aber dann kam mir noch auf die Idee, einen kleinen Stand zu filmen. Ja, dann machen wir noch ein Interview dazu. Und dann sagt der andere, ey, bei uns könntest du vielleicht auch noch ein Interview machen, kriegst auch noch ein kleines Probehäppchen. Nein, jetzt nicht nur deswegen, aber so war das. Also super cool, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich denke, dir auch. Auf jeden Fall, mir auch. Dann würde ich euch sogar auch empfehlen, da mal 2 Tage das Ganze zu machen, also an 2 Tagen herzukommen, weil je nachdem, was ihr vorhabt, an einem Tag kriegt ihr gar nicht alles durch und holt euch schnell die guten Sachen. Ja, die sind sofort weg. Gestern war es schon nachmittags, das Essen für 2 Tage weg. Die mussten gestern Abend noch mal schnell vorbereiten, weil die sonst heute nichts zu essen dort gehabt hätten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch Hammer. Ich würde auf jeden Fall noch mal hierher kommen und das nächste Mal vielleicht sogar auch für 2 Tage, weil es sind ja auch unterschiedliche Vorträge jeweils. Genau. Auf jeden Fall. Mir hat es super gut gefallen und mir auch. Seid das nächste Mal auch dabei, wenn ihr uns treffen wollt. Auf jeden Fall in Speyer und vielleicht auch in Mülheim. Mal gucken. Wir schauen mal, ja. Genau. Ja. Dann abonniert meinen Kanal und seinen Kanal. Den werde ich auf jeden Fall verlinken. Auch, genau, und vielleicht postest du das Video auch auf deinem Kanal. Ja. Genau. Abonniert unsere Kanäle, gebt uns einen Daumen hoch und an dieser Stelle wie immer, bleibt gesund und bis bald. Ciao.